Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück zu Let's Play Harveys Neue Augen. Letztes Mal waren wir hier mit diesem alten Knacker beschäftigt und er hat uns minutenlang vollgeschwallt von seinen tollen Sachen. Ich habe übrigens noch nie so eine Person kennengelernt. Ich weiß nicht, woher dieses Stereotyp vom alten Sack kommt, der einem dauernd Geschichten erzählen will. Ich kenne solche Leute nicht. Also wir waren jetzt hier, Erinnerungen, Tempelritterschmarrn, Hinweise. Komm, machen wir mal Hinweise weiter. Was hast du denn dazu zu sagen? Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Eine lehrreiche Geschichte über meine Zeit bei den Tempelrittern. Leider fehlen mir noch wichtige Komponenten für meine Erinnerungsstütze. Wüsste ich doch nur, was die drei E's dieser Geschichte waren. Aber ich habe nur noch ein paar vage Sinnzusammenhänge parat. Vier, um genau zu sein. Fangen wir mal an. Hä? Notizblock? Check ich nicht. Komm. Nee? Okay. Sinnzusammenhang 1. Tipp 1. Wie jeder weiß, erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig, denn nur sie verhalfen mir immer zu großer Stärke. Okay. Tipp 2. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Okay. Tipp 3. Kokosnüsse bewahrten mich immer zuverlässig. Oh, schläfrig. Und Tipp 4. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Jetzt bin ich verwirrt. Notizblock ist hoffentlich dabei. Dann gehen wir mal zurück und sagen Adios, Muchacho. Ah ja. Fülle zunächst das Gitter mit Hilfe der ersten drei Tipps aus. Aha. Ich weiß nicht wie. Jetzt habe ich erst ein Gefühl mit Äpfeln im Gepäck, dass diese zwei Eier könnten wohl Äpfel sein. Und das ist eine Bowlingkugel. Mit Äpfeln im Gepäck war er nie traurig. Und sie verhalfen zu großer Stärke. Was ist denn hier große Stärke? Heroische Taten, nicht wenn er traurig war. Was ist denn das alles? Kokosnüsse, keine Schläfrigkeit. Ich check aber die drei Dinger hier nicht. Komm. Ich check's nicht. Hä? Kann man Diagramm ausfüllen? Cool, man kann's ausfüllen lassen. Ich will es jetzt zumindest selber verstehen. Hä? Also Bananen, kann man hier irgendwie zurück erstmal. Doch, ich. Alter Greis, komm. Wach mal auf, du alter Sack. Was? Was? Kennen wir uns? Aha. Dann kommen nochmal die Du willst Hinweise. dich hinter das Gewicht nehmen. Also, Tipp Wie 1. jeder weiß, mit Ja. Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel. Äpfel, große Stärke und nie traurig. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen. Mit Ja. Wut im Bauch konnte ich hingegen. Nie große Stärke verbringen. Okay. Kokosnüsse bewahren. Ja, das weiß ich auch. Und das ist Tipp An 4. diesem ein Ja, ich das war. hatten wir auch. Komm, ich hab. Na? Ja, komm, sag mal, Chip. Notizblock. Ich habe echt keine Ahnung. Komm, skippen wir mal. Ha? Ängstlich? Aha. Viertens, an diesem einen speziellen Tag, an dem ich in Tempel war, ich weder fröhlich, ja, das hatten wir doch alles schon. Und was hilft das jetzt? Okay. Keine Ahnung, was er will. Naja. Gehen wir mal wieder raus, das.
irritiert mich. Gehen wir mal ins Richtung Klassenzimmer. Hoffentlich gibt's da keinen Unterricht. Nee, aber wer ist denn da noch? Birgit. Vitrine? Die Vitrine war wie immer verschlossen. Gut. Nicht so dufte. Haben wir sonst noch was hier? Den Adlerkopf und... Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekamen Lilly nicht gut hin, ja, das und wurde oft beschimpft. Gut, dann schauen wir mal... Nee, erst will ich Birgit anschauen. Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Okay, reden wir mal mit ihr. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du. Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel. Wie in eigentlich allem. Eine sehr freundliche Frau. Was hat sie denn zu Tieren zu sagen? Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Aha, jetzt hätten wir dieses Ding auch alleine ausfüllen können. Mann, Mann, Mann. Gut, sticken. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Okay, was sagt denn die, dieser Ginger hier zur Oberin? Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ja, eine kleine arrogante Sau. Was fehlt dir denn für ein Banner? Erzähl mal davon, Kleine. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke, ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Gut, also die Oberin ist weg und... ja... wir könnten dann mal in Richtung Büro gehen. Pfadfinderabzeichen, sag mal davon was. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. Gut, verpiss dich. Schlampe. Ja, sonst gibt's nicht. Kann man das Adlermodell nehmen? Lass das! Das brauche ich als Vorlage. So, Edna hätte ihr sicher eine aufs Maul gegeben. Lenk mich nicht ab! Es sei denn, du hast eine Idee, was ich als nächstes sticken könnte. Ich brauche das perfekte Motiv. Ein Tier, das wichtige Werte verkörpert. Komm, nimm doch mal dieses... Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Ich will nicht wissen, was passiert ist. Kann man ihr... komm, nimm die Meersau, die ist doch besser. Was soll das sein? Ein Tiermotiv?
Aha. So sieht doch kein Tiermotiv aus. Tiermotive stecken immer auf einem Sockel. Weißt du denn gar nichts? Ja. Wenn ich die Gelegenheit habe, hau ich dir irgendwas über den Kopf. Dann gehen wir mal weiter. Die Vitrine können wir auch nicht einschlagen, oder? Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Gut, dann gehen wir mal zum Klosterflur. So, dann haben wir hier ein bisschen... Ja, geh halt raus. Dann haben wir hier was. Sammlung, Kapu will nicht, Haupthalle geht nicht. Geh mal wieder in die Haupthalle zurück. Ey, warte mal. Gargoyle. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Der arme Gargoyle. Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Typisch. Die Schuluhr war außer Reichweite. Okay. Seil, Seil, ich weiß, wir sollten dann irgendwann mal aufs Dach und diesen Gargoyle runterfallen lassen. Tralala. Tralalalalalala. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Oh. Gehen wir mal Treppenhaus nach oben. Was gibt es denn da oben? Traurige Maske. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Okay. Fröhliche Maske. In jeder Maske gab es nicht ein... Ja, die müssen wir also irgendwann mal abschrauben. Rundgang, Kronleuchterbefestigung. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Mit bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Eine Kettensäge. Cool. Sieht schon schön aus hier. Tollkirschen. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Wunderprächtig. Dann komm, glaub mal alle auf. Haken, Kamin, Büro der Oberin passt. Halterung. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Kamin. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Aha, dann gehen wir mal ins Büro und schauen, was wir da abgreifen können. Ja. Ah, kann man in den Essenslift vielleicht rein? Topfpflanze. Die Lust zum ja, das hatten wir schon. Lumpi, das Gemälde. Ordnungsspieß. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht, an eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Verachtungsvoll. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nee. Kann man den mitnehmen? Danke. Und da trampeln wieder irgendwelche Leute wie irre an mir vorbei. Oh, es kotzt an. Topfpflanze, Essenslift. Kann man denn hier? Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Okay. Dann, tu mal weg. Vielleicht magst du Tollkirschen. Lilly wollte es sich pflanzen. Dann die Lumpi vielleicht? Lilly bezweifelte, dass Lumpi das essen wollte. Schade. Dann gehen wir wieder raus.
diese Musik so schön entspannen. Da können wir eh nicht mehr viel machen, ne? Kronleuchterbefestigung damit ist wahrscheinlich schlecht. Klosterflur waren wir schon, Schlafsaal waren wir schon. Gehen wir mal nach unten. Ich höre es hier auch nicht scheppern. Vielleicht hat sie ihn jetzt schon umgeschmissen. Kantine später. Brunnen waren wir bereits. Gehen wir nochmal kurz zur Kapelle. Balla, balla, balla. Vielleicht kann er jetzt ach, gehen wir mal kurz in den Beichtstuhl. Vielleicht kommt nach 2 Sekunden der Kleine wieder. Haha. Verdammt. Ah, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Na, was soll's? Okay. Dann kann man mit Frank nochmal reden. Was? 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 Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Tempelritter. Egal, was du sagst, ich weiß ein besseres Thema. Tempelritter, sie durchstreiften die Welt vor Unzeiten, mehr noch. Sie waren überhaupt erst diejenigen, die die Zeiten zu Unzeiten machten. Und den ganzen Tag taten sie kaum etwas anderes, als Kirchenverschwörungen zu planen. Manchmal bereits zum Frühstück, zwischen Nutella und Kaffeehaag. Oh Mann, was hat er zu den Bodenplatten zu sagen? Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Illumineszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein, wenn ich doch nur wüsste, unter welcher Bodenplatte ich suchen muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen, falls es sich um eine mit Schlafittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lily war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, ergab einen Sinn. Nicht. Also, tschüss. Ja, dann bohr du mal weiter. Kann man denn hier? Keine Ahnung. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich beim... Ja, komm. Ach, Mann. Sonst kann man hier nicht mehr sonderlich viel machen. Wir müssen also einfach hoffen, dass ihm das Kreuz auf die Birne fällt. Was haben wir denn noch? Klirr, wie sind wir denn hier? Halt das... Hey, Shawnee! Shawnee war gemein. Erst hatte er Lily das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lily dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Okay, reden wir mal mit ihm. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lily ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Ja. Verbot. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Warum müssen diese gemeinen Kinder immer so fett sein in Klischeefilmen? Naja, gemein. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Tough. Na, was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinen Zöpfchen.
Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein! Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Apropos Rezept. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Tja, das sehen wir dann irgendwann. Wie dem auch sei, wir sehen uns im nächsten Video. Dann wird dieser kleine Spack hier hoffentlich von den Zensurgnomen genauso verunstaltet. Ja, ich bin etwas böse. Also, bis dann, Leute. Bis dann.